Hallo, liebe Freunde der Baukunst. Sebastian Stork, Schornsteinfegermeister, beantwortet mir wieder ein paar tolle Fragen. Übergangsfristen. Wir haben Kaminöfen, die Baujahr zwischen 1995 und 2010. Die haben jetzt welche Übergangsfristen? Wir haben die Übergangsfrist bis zum 31.12.2024. Bis dahin müssen Nachweise erbracht sein über die Einhaltung von Feinstaub oder Kohlenmonoxid. Dahingehend kann man Hersteller kontaktieren, kann im World Wide Web suchen, kann seinen Schornsteinfeger auch mal nachfragen. Es gibt gewisse Datenbanken, die online abrufbar sind. Oder auch klassisch die Möglichkeit, so einen Ofen natürlich messen zu lassen durch eine Fachkraft, um da zu schauen, ob die Grenzwerte eingehalten werden oder nicht. Dies sollte aber tunlichst vorher mit dem Schornsteinfeger abgeklärt werden, ob da überhaupt eine sinnige Möglichkeit besteht, dass der Ofen auch einen Erfolg erzielt. Ja, dass man nicht nur Geld rausgibt. Genau, Also genau. Feinstaub, Emissionen, dass ich schaue, gibt es für das Modell schon irgendwelche Informationen im Internet? Gibt es was vom Hersteller? Hat vielleicht der Errichter ein Datenblatt, wo diese Sachen Genau, vorhanden sind? richtig. Und ich kann es natürlich auch messen lassen durch den entsprechenden Schornsteinfeger meines Vertrauens, oder? Genau. Es gibt Wunderbar. Schornsteinfeger, es gibt auch mittlerweile die ein oder anderen Kaminofenbetriebe, die sowas mit anbieten, weil dort die Möglichkeit besteht, Lehrgänge zu besuchen und damit man weiß, wie das funktioniert. Es gibt viele Schornsteinfeger, die das mittlerweile im Portfolio drin haben. Wichtig an der ganzen Nummer ist, es muss dieses Jahr erfolgen, weil ist zum 01.01.25 die Sache abgelaufen, darf man auch nicht mehr nachträglich noch messen und rückwirkend das Ganze machen. Das heißt also, das Stichdatum bleibt dieses Jahr 31.12.2024. Okay, das heißt, diejenigen, die das für Kaminöfen, die vor 1995 errichtet wurden, vergessen haben, was müssen die machen? Prinzipiell gar nichts. Die sind gemeldet worden bei der zuständigen Behörde. Und die Behörde ist dafür verantwortlich, das Ganze nachzuverfolgen, beziehungsweise den Endkunden anzuschreiben und das mit denen zu verhandeln. Ja, und was daraus resultiert und sonst was, ist ganz Sache des Endkundens und der Behörde. Das ist nicht unsere Aufgabe, dahingehend weiter nachzuverfolgen. Okay. Dementsprechend werden wir nach wie vor kommen zum Kehren. Ja, wenn technisch alles in Ordnung ist, wird auch da weiterhin die Erlaubnis erteilt. Sollten dann irgendwann altersbedingt oder zulassungsbedingt irgendwelche Änderungen kommen, wird der Schornsteinfeger sich dahingehend auch bei den Leuten melden. Okay, also Übergangsfrist wichtig, 31.12.2024 für Kaminöfen aus den Baujahren 1995 bis 2010. Grundöfen gehören nicht mit dazu. Grundöfen sind ausgenommen, es sind Herde ausgenommen, und es sind die offenen Kamine, wie schon in einem anderen Video angesprochen, sind mit ausgenommen. Da gibt es Sonderregelungen, weil dort die Priorität nicht auf dem Heizen bzw. auf dem Einzelraumheizen liegt, sondern bei Grundöfen wird das ganze Gebäude geheizt. Das heißt, das ist ein Heizungsersatz. Deswegen sind diese ausgenommen. Bei dem klassischen Herd, wo meistens in der Küche steht, da geht es um Erwärmen von Speisen. Das hat höhere Priorität und dementsprechend sind auch diese ausgenommen. Genau, und die offenen Kaminöfen, das war das mit den 8-mal im Monat für 5 Stunden betreiben, die Genau. sind für die Kommodität, für den gemütlichen Abend. Genau, richtig. Und warum wir ein Emissionsschutzgesetz haben und was dahinter steht, da kommen wir zum nächsten Video dazu.